Hallo zusammen, mein Name ist Dominik vom Kanal Film Lounge. Ich bespreche Filme auf YouTube, treffe Schauspieler zu Interviews und veranstalte auch regelmäßig Previews. Eben alles zum Thema Film. Und deswegen habe ich mir gedacht, und was wäre das denn für eine fantastische Idee, bei diesem tollen Adventskalender mit diesen wahnsinnig lustigen, manchmal auch unlustigen Witzen, Filmwitze zu bringen, beziehungsweise Kinowitze. Und 10 Stück habe ich für euch vorbereitet. Ein Paar kommt zum Kino und die Verkäuferin fragt, Popcorn, süßig oder salzig? Und der Freund schaut seine Freundin an, kniept ihr zu und sagt einfach nur, na, wie meine Freundin. Verkäuferin antwortet daraufhin, naja, hässliches Popcorn haben wir nicht. Auf dem Niveau geht's jetzt auch direkt weiter, denn die Dame an der Kinokasse fragt den Herrn, Moment mal, Sie haben doch jetzt bereits zum 3. Mal eine Karte für die gleiche Vorstellung gelöst. Was ist denn los? Antwortet der Ostfriese, ja, ich weiß, aber der Mann am Eingang hat sie jedes Mal wieder zerrissen. Übrigens, richtig krass, eine Frau wurde von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie illegalerweise Popcorn, Getränk und Süßigkeiten in ein Kino geschmuggelt hat. Das Verrückte daran ist, die Geldstrafe war immer noch günstiger. Wäre witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Ich wollte neulich übrigens ein Kino für Epileptiker öffnen, doch der Slogan Gucken statt Zucken kam nur bedingt gut an. Dunkel die eine Seite ist. Jetzt sei ruhig und iss dein Toast, Yoda. Welchen Aufkleber haben Jedi-Ritter an ihren Raumschiffen? Sith happens. Eine Blondine wird in einem Wald überfallen, doch plötzlich wird sie gerettet von einem maskierten Rächer, der zückt seinen Degen und schreibt ein Z in den Boden. Die Blondine ganz erleichtert, ah, zum Glück, vielen lieben Dank, Superman. Der Aushang für das Seminar Zeitreisen für Fortgeschrittene lautet, der Kurs findet letzten Mittwoch statt. Jetzt noch ein Witz auf Kosten von Hannibal Lecter. Was findet man bei Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Hurra! Ja, das waren doch alles fantastische Witze. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja gezuckt. Ansonsten empfehle ich euch natürlich auch noch die anderen Videos von den anderen Türchen. Denn dort sind auf jeden Fall einige Kracher dabei. Der Michael hat euch jetzt hier auf jeden Fall noch irgendwie was anderes Schickes verlinkt. Wer Bock auf Filme hat, schaut bei mir bei der Filmlounge vorbei. Ansonsten euch schöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest und bis bald. Vielleicht an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Ort. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.